Hallihallo, Kasu wieder hier. Wir waren bei Kapitel 4, in dem man in Paris ein Restaurant eröffnet und Geheimnisse erfährt. Ich würde sagen, ich mache einfach weiter und klicke mal auf Kapitel starten. Und dann bin ich mal gespannt, was für Geheimnisse wir hier in Paris erfahren werden. Der alte Pizzabäcker. In dem Restaurant arbeitet der alte Pizzabäcker Ena Ancerota. Ancureta. Er hat in Paris einen legendären Ruf. Allerdings hat das Ordnungsamt den Laden geschlossen, weil die Einrichtung, nun ja, man kann es sehen. Du solltest das Restaurant dennoch pachten. Ja, sie ist nicht mehr die beste, die Einrichtung, würde ich behaupten. Und sie steht auch nicht an dem Ort, wo sie stehen sollte. Alles reparieren? Ja. Was tun die vier Stühle da? Ich glaube, wir sollten hier noch ein bisschen was das Restaurant umbauen. Einmal die Stühle hier auf Seite. So, hier noch ein Tischchen. Und dann noch die Lampe etwas wegstellen, dass da Leute vorbeikommen. Wird zwar jetzt was eng hier in dem Raum. Warum ist der Stuhl eigentlich noch am Wackeln? Irgendwie glaube ich, den habe ich immer noch ein bisschen was ich falsch gesetzt. Nee, sieht aber doch richtig aus. Die Perspektive ist einfach nur ziemlich schwierig. Thank you.
So. Jetzt haben wir genug Stühle für den letzten Tisch auch noch auszustatten. Zwei Abstand. So. Nehmen wir das so an. Jetzt brauchen wir Angestellte. Eine Lieferkraft. Aber am besten Preis aufsteigend. Und einen Lieferanten. Von wann bis wann ist denn eigentlich hier interessante Arbeitszeit? Von 6 bis 21 Uhr. Also fangen wir um 3 Uhr an. Ich stelle noch einen Koch ein. Und noch einen zweiten, dritten. Und noch zwei Service. Und noch einen Lieferanten. So, und jetzt hoffe ich, dass unser Restaurant dann gleich gut laufen wird. Oder zumindest laufen wird. Ich glaube, so ist besser, wenn die Lieferanten eingeteilt sind. Jetzt brauchen wir noch eine Menükarte. Was ist denn hier am meisten im Bereich die Arbeit? Dann machen wir eine Pizza für Arbeiter hier. Immer eine andere Teigform, mal dreieckig. Was mögen denn Arbeiter? Gewürze. Also auf jeder Pizza gehört etwas Käse. Nimm mal was Mozzarella. So. Dann etwas Jalapenos. Ich glaube, ein bisschen mehr. Dann Basilikum, vielleicht streifchenweise. Etwas Thymian.
Hier oben kann noch was hin. Und langsam wird die Pizza zu teuer. Und wir machen kaum Gewinn. Also glaube ich, dass das Rezept hier nichts ist. Nochmal alle Zutaten entfernen. Schauen wir mal, was bei den Arbeitern überhaupt Ausschlag macht. Okay, Oregano ist es nicht. Chili. Auch nicht wirklich. Edamer vielleicht. Vielleicht eine größere Scheibe. Schwierig. Was haben wir denn hier in Arbeiter? Also, sie mögen es einfach, sie mögen Gewürze. So viel habe ich auch raus. Ich habe noch keine Zutaten, die sie mögen, und sie mögen irgendwas zwischen 30 und 40 Euro als Preis. Nicht 40, also so zwischen 10 und 12 Euro. Dann bleiben wir bei rund. Nimm mal etwas Gouda-Käse. So. Dann etwas Fisch. Thunfisch. So. Und etwas Gewürze. Petersilie. Vielleicht Plätzchen. Klein gemacht. Ein bisschen Oregano. Thank you.
etwas Basilikum. Und ein bisschen scharf. Und damit wird die Pizza schon wieder zu teuer. Also fast zu teuer. Immerhin mögen sie Gruftis. Ja, bleiben wir mal bei 40%. Pizza mit Thunfisch. Und Picanto, weil scharf. Einmal speichern. Ja, bitte. Dann einmal auf die Karte. Und noch eine erstellen für unsere andere Zielgruppe. Was haben wir denn da noch? Bonze. Versuchen wir mal eine Bonzenpizza hinzubekommen. Brief an Mutter. Dieser Brief gehört wohl Ihnen. Ich kannte Ihre Mutter, sie war früher sehr häufig hier zu Gast. Eines Abends hatte sie diesen Brief bei sich. Sie war sehr aufgebracht, obwohl der junge Mann, der sie begleitete, versuchte, sie zu beruhigen. Am Ende ließ sie den Brief liegen. Ich bewahrte ihn auf, aber ich habe sie nie wieder gesehen. Sie zog wohl bald aus Paris weg. Meine liebe Nichte, der junge Mann, mit dem du gesehen wurdest, ist so ziemlich der einzige Mann auf der Welt, der dich nicht einmal ansehen dürfte. Dein Vater schäumt vor Wut, und ich konnte ihn von Schlimmerem abhalten, indem ich ihm versprach, dich mit diesem Brief zur Vernunft zu bringen. Halte die Familie in Ehren. Du weißt, was du zu tun hast. Dein Onkel Carmine. Okay. Und was habe ich zu tun?